Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Mond. Ich habe für diese Mission hier Caden und Ashley mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, das ist eine menschliche Operation. So, da sind ein paar Trümmer, da fahren wir mal hin. Trümmer auf dem Mond, auch sehr interessant. Das ist ein Problem der Menschen und das sollten die menschlichen Crewmitglieder hier unter sich regeln. Macht für mich irgendwie am meisten Sinn. Außerdem sind Caden und Ashley im Kampf gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt natürlich vergessen, ihnen ihre Level-Ups zu geben. Da wird sich schon nochmal eine Gelegenheit ergeben, dass wir das nachholen können. Jetzt müssen wir uns erstmal mit einer wild gewordenen virtuellen Intelligenz herumschlagen. Erstmal gucken wir natürlich, was hier hinten noch steht. Eine Lunasonde. Ich glaube, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass hier irgendwo auch noch das Dingens rumsteht. Hier Neil Armstrong und Buzz Aldrin, diese Geschichte. Tatsächlich werde ich das jetzt sogar mal kurz überprüfen. So, wo ist der Milky Way? Ich gucke mal kurz aufs Wiki, was wir hier haben. Also ich gucke mal die Karte an. So, ja, tatsächlich, hier gibt es einmal, ist hier direkt neben uns ist noch was. Da gucken wir mal hin. Das Allianz-Testgelände, das fahren wir ganz zum Schluss an. Es wäre einfacher, wenn ich wüsste, wonach ich suche. Moment. Nach einem Lied. Okay, nee. Ja, nee. Nach einem Lied suchen wir jetzt hier nicht. Dann fahren wir mal hier hinten ist was. Nehmen wir mal die lange Route. Ja, ist aber tatsächlich, also gibt es ja im Prinzip doch nichts Wirkliches zu sehen, nur so ein paar Feinde abzuschießen. Schade, ich hätte es cool gefunden, wenn sie das hier mit eingebaut hätten. Hat der Mond wirklich so gewaltige Krater, also so gewaltige Berge? Bestimmt. Aber warum muss ich die unbedingt mit dem Melko hochfahren? Ich hasse euch da am Rande unseres Radars. Haben wir schon so einen kleinen Blip von einem feindlichen Turm. Der markiert quasi unser Ziel. Ich will noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Also es gibt hier zwei Punkte, wo einfach nur so ein paar Geschütztürme stehen. Da fahren wir jetzt hin. Die will ich nämlich als erstes ausschalten. Denn ich will die Erfahrungspunkte. Alter, guckt euch an, wie das Ding hier hin und her springt. Das ist doch furchtbar, ist das. So, schwere Allianztürme. Die sich gegenseitig vernichten. Das ist ja sehr nett von den Türmen. Komm. Alter. Ihr wollt mich doch mobben hier. So. So, das war der zweite. Da schieße ich wieder daneben. Er aber nicht. Ich bin zu nah dran. Okay, das war dämlich. Aber das war ein Level-Up. Ich meine, 138 Erfahrungspunkte für jeden Abschuss hier, das ist doch schon mal was. So, und wir haben noch so ein Päckchen hier unten stehen.
Nur sollte ich vielleicht ganz kurz warten, bis unsere Schutzschilde wieder so ein bisschen besser am Gange sind. Ach, was soll's. Da sehe ich sie doch schon. Geronimo! Aua. Alter! Mit sowas kann man doch nicht fahren! So ein Gummientchen hier, so ein Flummiball. Es fühlt sich überhaupt nicht an wie der schwere Panzer, der es offiziell sein soll. Ah, da ist ein Berg, den wir als Deckung nutzen können. Das ist ja sehr schön. So. Da hatte ich gerade wieder einen dieser wunderbaren Aussetzer in der Aufnahme. Habe ich die Chance aber genutzt und gleich mal das Level abgemacht. Boah! Da ist ja doch kein Berg, den ich als Deckung nehmen kann. So, das war der erste. Warum schieße ich überhaupt mit dem Maschinengewehr? Feinde gesichtet. Ach wirklich? Ashley, wenn ich dich nicht hätte, wüsste ich echt nicht, was ich machen soll. Rums. Wozu stellt man eigentlich diese ganzen Geschütztürme auf, wenn ein einziger einzelner Panzer die sowas von ausmanövrieren kann hier? Oder liegt das daran, dass wir halt Commander Shepard sind? So, das war's. Und wir haben sie alle gemacht. Wir haben sie alle gemacht. Gott, klingt das erbärmlich. So, wir müssen da in die Richtung jetzt. Da oben ist die Basis, wo wir tatsächlich hin müssen. Das Trainingsgelände. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welchen Level wir jetzt haben. Wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant, das zu wissen. Wie gesagt, beim ersten Mal durchspielen ist Level 50 das Maximum und es ist durchaus möglich, dass wir den erreichen. Ich glaube, bei einem neuen Durchspielen, wenn man wirklich alles macht, dann stehen die Chancen ganz gut, Level 55, 56 zu erreichen. Sofern das denn möglich ist. Aber es wird halt erst freigeschaltet, wenn man das Spiel einmal abgeschlossen hat. Und mit dieser Version von Mass Effect habe ich das noch nicht. Ich spiele jetzt die PlayStation-Version. Damals habe ich es auf der Xbox gespielt. Habe mir ja die Mass Effect-Trilogie gekauft. Dieses Sammelpack, wo alle drei Spiele drin waren für PlayStation. Bums. Ja, völlig ohne Probleme leer gefegt hier. Also Gebiet gesichert. Gebiet gesichert, jawohl. Ich würde sagen, was wir jetzt machen ist, ich speichere einmal kurz ab, bevor wir da reingehen, damit wir die ganzen Geschütztürme und das alles nicht nochmal erledigen müssen. So, auf in die Schlacht. Ich bin bereit für einen Ladebildschirm. Der Kampf hier, der ist gar nicht mal so einfach, weil wir es mit einigen bösen Sonden zu tun haben. Welche Waffen benutzt ihr denn? Ja, das können wir so lassen. Das sind die Waffen, mit denen die umgehen können. Jawohl, Sir. Nix jawohl, Sir. Geh mir von der Pelle weg, damit ich hier die Tür öffnen kann. Oh. Auf Ihren Befehl. Alter. Weg! Boah. Kann nicht sein, dass ich drei Anläufe brauche für so einen Scheiß. Hm? Doch, es ist das Sturmgewehr. Ich war gerade etwas verwirrt. Und Caden ist permanent vergiftet. Ich frage mich ja, warum. Spielen wir das gleiche Spielchen jetzt nochmal, ja? Back off, Bitch. Nein! Was, das ist euer Ernst? Dechiffrierung ist zu gering. Ich hätte Garrus oder Tali mitnehmen sollen. Sind bereit. Also so allmählich fängt es an, mich zu nerven.
Warte auf Befehle. Darüber! Lass mich in Ruhe, ey. So. Jetzt könnt ihr wieder mitkommen. So. Ich würde ja sagen, lass die Drohnen zu uns kommen, aber die haben offenbar keinerlei Absicht, zu uns zu kommen. So, Ashley, komm. Ich würde ja gern Caden irgendwas befehlen. Jetzt darf ich. Na gut. Abschuss bestätigt. Schilde sind offen. Ich habe gerade eine Angriffsdrohne vergiftet. Erklärt mir mal, wie das... Wow. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Dann schießen wir die mal kaputt. Bevor hier alles in die Hose geht. Meine Fresse. Was genau habt ihr eigentlich in der Zeit gemacht? So, können wir unseren Schild schon mal boosten. Da sind immer noch zwei. Ja, diese Drohnen, die schwärmen nämlich. Das ist ganz böse. Ashley! Ashley, du bist mein Schutzschild. Meine Güte. Hier ist was los. Diese Granaten sind sowas von nutzlos. Die haben eine viel zu lange Zündzeit. Und wir können nichts von dieser Basis mitnehmen, weil wir keinen Dechiffrierer dabei haben. Das ist so ein bisschen bitter. Das ist echt bitter. So. Das sind die Dinger, die wir zerstören müssen, aber aus irgendeinem Grund kriegen wir keinen Zugriff dazu. So, jetzt haben wir Zugriff. Alarm! Giftgas wird in die Bunker eingeleitet. Das sind die Verteidigungsmaßnahmen, die die VI jetzt ergreift. Die werden mit der Zeit immer heftiger. Also jetzt haben wir erstmal das Giftgas, da kommen dann noch andere Stufen dazu. So, das war einer von insgesamt 6 Knoten, die wir zerstören müssen. Also die Mission geht noch ein bisschen. So, hier ist nochmal dasselbe in grün. Ach ja, total spannend so ohne Gegenwehr. Ist jetzt die Frage, mussten diese Dinger wirklich so ausdauernd sein? Ich schieße und schieße und irgendwann macht's Pöff. Schieße und schieße. Und mir fällt nicht ein, wie ich weiter singen könnte. Die Lichter auf der optischen Anzeige blicken auf und verlöschen. Einer der 3 VI-Cluster ist offline. Ja, leider aber erst einer. Und die Gegenwehr wird von Cluster zu Cluster heftiger. Also das eben von den Drohnen her. Das ging noch, die können das noch ganz anders.
Ich glaube, ich habe wirklich die falschen Leute mitgenommen. Scheiß Roleplaying, ey. Oh. Wir können nicht mal sprinten, wir müssen hier ganz normal rauslaufen. Denn außerhalb des Gefechtes vergisst Shepard ja, wie man schnell läuft. Boah. Ja, das ist das erste Mass Effect. Es ist halt... Es ist so ein bisschen... Es lässt sich Zeit. Aber ich finde, die Qualität stimmt trotzdem. So, damit wir jetzt nichts... Verwechseln wir jetzt erst den da drüben und dann der, der quasi uns direkt gegenüber liegt, wenn wir dann wieder rauskommen. Das ist dann der letzte, zu dem wir noch müssen. Damit wir hier nicht in ein Gebäude rennen, in dem wir dann schon drin waren. Aber bevor ich da reingehe, mache ich nochmal eins. Ich speichere. Damit ich das nicht alles nochmal machen muss, wenn wir jetzt draufgehen, was gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. So, hier müssen wir wieder dechiffrieren. Bestimmt. Um irgendwelche Kisten zu öffnen, ja. Scheiß sichere Spinde. Ich hasse euch. Weil Caden hält sich angenehm zurück jetzt, ne? So, irgendwas schießt da schon, aber die kommen nicht. Jetzt kommen sie. Hier, fang. Okay, den kann man heben, dann sind die... Na, obwohl, ich weiß nicht, wie viel heben bei denen wirklich bringt. Wahrscheinlich gar nichts. Fliegen ja schließlich. Oh, Caden ist down. Das berichtigen wir gleich mal wieder. So. Ich benutze mal den Overkill. Das sind übrigens verbesserte Angriffsdrohnen, denen wir uns hier auseinandersetzen. Und Raketendrohnen gibt's auch. Wow, Level up. Caden ist down. Das können wir gleich mal wieder korrigieren. Können wir Overkill auch gleich wieder aktivieren und unsere Immunität hauen wir uns mal rein. Und dann werden wir jetzt zur Ein-Mann-Armee. Wo ist der letzte? Da. Da kommen wir noch welche. Warum schießen die auf diese Kiste, wenn der Feind offensichtlich da hinten ist? Da ist er ja. So, jetzt den da. Alle zusammen, kommt. Scheint eine sehr böse Kiste zu sein. Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Alter, auf was schießt ihr? Hört auf zu schießen! Ich habe keine Ahnung, worauf... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. So. Jetzt spielen wir wieder das gleiche Spielchen wie eben. Wenn wir nämlich hier wieder die VI-Röhre zerstören. Und kinetische Barrierenfelder werden im gesamten Bunkerkomplex hochgefahren. Ja, das ist im Endeffekt recht trivial. Ändert nämlich nichts an dem, was wir machen müssen. Da steht jetzt einfach nur so ein Schutzschild davor, aber es ist ja... Ich meine, guck, da könnten wir sogar hinterher dran vorbeischießen hier. Ist die, ineffektivste Verteidigungsmaßnahme, die die VI hat. Die kostet uns nämlich nur Zeit. So ein bisschen nervig. So,
dass wir alles aufschießen müssen hier, aber ansonsten... Es wäre ja schön, wenn Caden und Ashley mir helfen würden, aber aus irgendeinem Grund machen sie das nicht. Ah, jetzt haben sie da Giftgas freigelassen. Na gut. Kann ich mit umgehen. Ja, es ist nicht die spannendste Aufgabe, die das Spiel zu bieten hat. Aber es ist, wie gesagt, eine der wichtigsten für die Belohnung. Zwei der drei VU-Cluster sind offline und ich würde sagen, wir werden an dieser Stelle die Folge beenden. Während ich mich ja noch ein bisschen rausschieße. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann dem letzten der VI-Cluster zuwenden und unsere Belohnung holen. Und mal gucken, was wir dann machen. Wahrscheinlich fliegen wir dann nochmal in Richtung Citadel. Falls ich mir nicht spontan noch was anderes überlege. Wir werden auf jeden Fall mit Liara noch sprechen. Weil das ist ja die eine, die noch fehlt. Und dann setzen wir unser Abenteuer fort. Ich muss unbedingt mal daran arbeiten, meine Abmoderation ein bisschen besser auszuarbeiten und vor allem auch zu verkürzen. Gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal bei Mass Effect. Kampf an kinetische Barrieren, die allgemein nur Schilde genannt werden, bieten effektiven Schutz gegen die meisten Massenbeschleunigungswaffen. Die Wirkungsweise ist dabei für Schiffshüllen wie für die Kampfanzüge der Soldaten die gleiche. Die kinetischen Barrieren sind Repulsiv-Masseneffektfelder, die von Emittern genährt werden. Die Barrieren dämpfen den Einschlag kleinerer, hochbeschleunigter Objekte. Das System kann somit Kugeln und andere gefährliche Projektile abfangen. Ermöglicht es dem Träger aber, sich hinzusetzen, ohne den Stuhl unbeabsichtigt wegzuschieben. Die Schutzschilde durch kinetische Barrieren bieten keinen Schutz vor extremen Temperaturen, Giften oder Strahlung.